Dann hast du die Möglichkeit, einen eigenen Ordner anzulegen, ein neues Preset mit den aktuellen Einstellungen zu erstellen. Das heißt, du hast selber ein Bild bearbeitet und möchtest da draußen ein Preset erstellen, um diesen Look öfter wieder verwenden zu können. Dann legst du ein neues Preset an. Du kannst eins, das schon da ist, kopieren und dann verändern und neu abspeichern. Du kannst verschiedene Presets löschen, die du quasi selber erstellt hast. Die gesperrten kannst du nicht löschen. Du kannst eigene Presets, die du wo bekommen hast, wo du runtergeladen hast, die kannst du hier importieren. Wenn du da draufklickst, kommst du einfach in diesen Ordner direkt rein und kannst die importieren. Oder wenn du sagst, du möchtest deine eigenen Presets wo zur Verfügung stellen, dann kannst du hier auf Exportieren bzw. auch dafür, wenn du sie mal sichern möchtest. Legen wir jetzt mal ein Preset an. Ich gehe jetzt mal in die Belichtungskorrektur, werde jetzt hier mal die Mitteltöne ein bisschen hochziehen, auch die Schatten ein bisschen aufhellen. Dann hier in dem Bereich Farbe mache ich das Ganze ein bisschen wärmer, weil das einfach dann eine schönere Stimmung ist. Hier kann ich einstellen, was ich möchte. Ich kann vielleicht auch das Ganze noch so ein bisschen nachschärfen. Das siehst du in den einzelnen Kapiteln, diese Werkzeuge. Und wenn wir jetzt das Ganze angelegt haben, dann sagen wir hier neues Preset mit aktuellen Einstellungen erstellen. Da klickst du drauf, dann kannst du hier in diesem Ordner einstellen, was möchtest du, wie möchtest du das Ganze nennen. Ich nenne das jetzt mal Landschaft warm, bestätige das Ganze und dann hast du hier unten dein eigenes Preset angelegt. Du kannst jetzt auch hergehen und sagen, du möchtest einen neuen Ordner anlegen. Den kannst du umbenennen, Rechtsklick umbenennen und sagst Landschaften. Wenn du hier jetzt drauf gehst, sagst du hier importieren, dann Landschaft warm und dann hast du das hier entsprechend drin. Dann kannst du das hier unten wieder einfach rauslöschen mit Rechtsklick oder hier oben über den kleinen Papierkorb löschen. Ja, weil du hast es ja hier gespeichert. Jetzt kannst du hier auf dieses andere Bild gehen und sagen, ich möchte hier den gleichen Look haben. Klickst du hier auf Landschaft warm, anwenden und jetzt ist das Ganze hier angepasst. Dadurch, dass die Grundstimmung, die Grundfarben hier anders sind, wird es natürlich jetzt sehr grünstichig. Und du siehst auch hier, was habe ich alles gemacht. Das heißt, hier einfach ein bisschen gegensteuern, zum Beispiel mit dem Farbton und schon hast du wieder ein neutrales Bild, wie es einfach sehr, sehr schön rauskommt. Du musst aber nicht jedes Mal über den Preset Editor gehen, wenn du welche anwenden willst, sondern du kannst auch hier drauf gehen auf ein Bild, einen Rechtsklick machen und sagen Preset anwenden und dann hast du hier deine eigenen Presets, die habe ich mir alle mal angelegt. Du hast hier Landschaften, da ist jetzt Landschaft warm. Wenn ich hier drauf klicke, wird das eben auch sehr, sehr warm, das Bild. Oder du gehst dann wieder her und sagst Preset anwenden, keine Korrektur, dann ist wieder alles zurückgesetzt auf 0.